Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Döner-Eröffnung. Nicht der Laden. Ist der beste Döner nach 0 Uhr. Laut zu einem gewissen König der Mine, Foodblogger. Aber die machen jetzt einen zweiten Laden auf. Wir checken den Laden nochmal ab. Drehen ein bisschen Material. Das können wir dann posten, damit die am Freitag ein bisschen Besuch bekommen. Und dann am Freitag schauen wir beim neuen Laden vorbei. Ja, da sind wir wieder, Leute. Bro, du siehst immer gut aus, kein Problem. Busy, busy, Leute. Ja. Drei Soßen, oder? Alle drei Soßen. Ja, gib mir alle. Ich hab direkt Achlamann drauf, so hinsammeln, sondern Soße. Oh, danke dir. Zweite Location hier, Leute. Finde ich gut. Normal gibt es immer so 1-Cent-Aktionen. Ich hasse solche Sachen. Weil dann ist überlaufen, Fleisch nicht fertig, richtig wenig. Aber so ist es noch, ich sag mal, ein normaler Preis, wo man sich einen normalen Döner erwarten kann. So, Leute, der Döner hier. Oh mein Gott. Und der Döner-Teller. Schock. Jetzt sind wir wach, Leute. Jetzt sind wir wach. Oh mein Gott. Mein Gott, Leute, was für ein Zufall. Das letzte Mal, wo ich hier war, waren diese Postboten da. Und die sind heute genau wieder da. Die haben sich an meinen Tisch gesetzt, alles cool, aber war halt mir ein bisschen unangenehm, dann mit euch zu reden. Genau wieder da. Fleisch, das wir vielleicht runterfahren könnte, Leute. Ich glaube, die erkennen mich. Komm, merk mal. Mit der Kamera. Krass, das ist super. Ist okay, das ne? Normal, oder? Ganz gut. Nicht katastrophal. Richtig. Yes. Es ist essbar. Normal. Sieht nicht die Blätter von dem Mensch aus. Stell dir vor, es ist Samstagnacht, 3 Uhr. Das ist deren Spezialität hier. Wir haben nur bis vier offen. Ach so? Der Rest? Okay, am Abend ist es geil. Weil da hat er erst einen Hunger, richtig krassen Hunger, von nach Alkohol. Freitag eröffnen, Leute. Ihr seht das Video erst nach Freitag, aber ist schon bei der Eröffnung jetzt dann vorbei. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Zweite Location. Muss ja was heißen, ey. Das heißt, erste Location läuft so gut. Es sind ein paar Tage vergangen und heute ist die Eröffnung vom Dönerladen. Zweite Location. Da sind wir wieder. Mein Gott, ich sehe, die haben hier Smashburger. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal vorbeikommen, aber es ist so voll, Mann. Schaut's, Leute, Smashburger. Okay, die Bilder sehen nicht so geil aus. Schauen wir doch mal, Leute. Viel mehr Angebot. Da ist der Chef. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut. Ihr seht, alles super busy hier. Natürlich. Das ist frisch gemacht. Schmeckt immer besser. Falafel-Check. Braucht Soße dazu. Ansonsten gut. Also, Tati sagt immer, erster Falafelmeister. Die muss grün sein. So richtig leuchtend grün. Ich nehme an, das ist einfach eine andere Falafel, weil. Da ist gar nichts grün.
Gönnen wir uns schnell einen Döner, Leute. Ein bisschen Pommes in der Zeit. Aber es ist relativ viel Pommes geworden. Hier sieht aus wie ein Engel hier mit dem Licht. Gewiss nach Pommes, Leute. Ganz dringend. Ich gibt's nur Burger. Aber ich wollte gibt's nur Döner. Für Burger komme ich nochmal. Das Gefühl drüben ist größer. Brot ist drüber. Nicht, dass hier zu viel Lomex fermentiert wird. So, vielleicht ist nur für heute. Kleineres Brot. Nachspeise noch. Scheiße, Leute. Die wollen mich zum Schweigen bringen. Auf TikTok meine ich. Mein Lokanta-Video, Bestdöner bei München, wurde von TikTok gesperrt. Ich habe Verwarnung bekommen. Noch mehr Verwarnung und mein Account wird gelöscht. Das hatte über 100.000 Klicks. Echt leiden, Mann. Lieferöffnung scheint zu laufen. Döner ein bisschen klein und wenig Fleisch, aber so ist es bei Eröffnungen und Angeboten. Wird jetzt so nicht bewertet, kein Stress. Und wir schauen irgendwann vorbei. Wie es auch so immer bei Eröffnung ist, es war noch nicht alles am Start. Noch ein paar Sachen haben gefehlt. Deswegen gab es halt heute nur Döner und Falafel und Pommes und so. Aber für Burger auf jeden Fall nochmal. Kennt ihr, Leute? Eigentlich wollte heute Lukas kommen, mich besuchen. Wir wollten ein paar Spots abchecken. Ich wollte ein paar Sachen zeigen. Dann wollten wir hier hin. Kaffee und Kuchen. Kein Burger, Kaffee und Kuchen. Bisschen quatschen und so, dies, das, aber er ist leider krank geworden. Ich bin auch leicht angeschlagen. Passt auf euch auf, Leute. Viele Leute momentan krank. Aber dadurch, dass ich halt schon gesagt habe, hey, ich komme und so, schauen wir natürlich trotzdem vorbei, weil ich hatte mein Wort. Abgemacht ist abgemacht. Hier gibt es klassen Kaffee und Kuchen, Leute. Aus dem Butcher sollten die einen Baker machen. Fat Baker. Oder die sollten eine zweite Filiale machen, Fat Baker. Das wäre krank. Den würde ich abnormal hypen. Okay, den Laden hype ich eh schon, aber Fat Baker würde ich richtig hypen. Hier würde jetzt Lukas sitzen, Leute. Stellt euch so einen Österreicher mit Ziegenbart vor. Wir haben das vom Kollegen bekommen. Irgendeine aus Türkei hier, die soll mich wieder aufpeppen. Bin ja ein bisschen leicht angeschlagen. Pumpkin, Leute. Ich habe eine Idee für dich. Damit gehst du viral. Damit wird der Laden explodieren. Ein Dubai-Schokoladenkuchen. Dubai-Schokoladenkuchen. Weil das ist ja gerade krass im Hype. Wir waren letztens Sonntag, war das? Dimi, ich und Tati bei Wonder Waffle. Die hatten so ein Dubai-Schokoladen-Ding, Tiramisu. In 10 haben die das verkauft. Das ging weg wie warme Semmeln. 10 für ein Dessert. Ja. Dann muss ich es auf jeden Fall machen. Und nur weil es halt dieses Dubai-Schokoladen-Hype mitgenommen hat. Ich hab's noch nirgendwo probiert. Überall ausverkauft, egal wo du hingehst, du kriegst die nicht. Damit gehst du viral, damit kommst du auf die 1. Probieren wir es aus. Es geht, Leute. Wir schauen noch bei einem Lateinamerika-Event vorbei. Nutzen unsere Freimarken, Kuss geht raus. Schaut's gerne vorbei, die machen das irgendwie sehr regelmäßig. Beim letzten Mal habe ich versucht, alles zu essen. Das wird heute nicht der Fall sein, aber wir schauen mal, was
die so Saftiges am Start haben. Villa Flora. Wir haben es reingeschafft, Leute, wir haben es bekommen. Ich war ein bisschen unprofessionell. Ich habe eigentlich gesagt, Freitag komme ich, aber ey, mir ging es nicht gut. Aber alles gepasst, super nett sind die. Und jetzt schauen wir uns um. Das ist unser Stand hier, Leute. Safe. Sag mal, ja. Wie lang ist denn das? Wie lang? Ja. Die Churros meinst du, oder was meinst du? Nein, generell, das hier. Tamales, sehr bekannt, Leute. Ja, das kenne ich tatsächlich auch vom Hören. Vom Hören kennst du es auch, gell? Ja. Churros kennt man. Brasilien, Baby. Yes, Leute. Es gibt irgendeinen fetten Teller für 50. Glaubt ihr, unser Gutschein erfüllt den? Leidend, Leute. Voll viele nehmen unsere Gutscheine nicht an, Mann. Wir sind im Insi-Modus. Wir müssen Geld sparen. Immerhin, Leute. Immerhin. Essen for free ist Essen for free. Essen for free ist Essen for free. Ja, immerhin. Let's go. Schauen wir mal. Heiß. Ich hatte jetzt noch Teig. Okay. Mhm. Aber sieht knusprig aus. Mhm. Ist auch frisch frittiert. Ja. Ja, immerhin. Okay? Ja. Aber haut mich nicht vom Hocker. Okay. Ja? Okay. Und das ist for free. Auf jeden Fall. Das ist schon cool, Leute. Das ist schon cool. Und Getränk haben wir auch noch bekommen. Immerhin. Den gönne ich mir jetzt, Leute. Apropos Lukas, der ist ja krank, wäre heute gekommen. In Vietnam, wo wir waren, da ging es uns auch nicht so gut. Da hatte er auch irgend so ein Mittel, Allzweckmittel, so weißes Gold hat er das genannt. Erinnert mich daran, mir wurde geraten, das vor dem Schlafen zu nehmen, weil sonst bin ich ein bisschen hier. Genau wie bei Lukas und seinem Mittel war das. Schmeckt auch so. Naja, das war's von mir, Leute. Fat Butcher und Taurus Grillhaus Nummer 2. Kleine Öffnung. Wir schauen da auf jeden Fall nochmal vorbei, wenn die mehr Zeit haben. Definitiv für Smashburger und wir schauen uns den Laden allgemein an. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentiert. Checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok. Mein nicht aktive Zeitkanal, der Mine ist Serious Business und ciao.